Ein Hallo, meine lieben Freunde, an diesem wunderschönen Sonntag. Ja, ich nehme es gerade Samstag auf, aber hey, YOLO, was soll's. Und ja, ich habe euch ja gesagt, da gestern der letzte Part ja so abrupt beendet war, nehme ich jetzt für euch extra nochmal für den Sonntag einen neuen Part auf. Ja, und diesmal mit dabei habe ich weibliche Unterstützung, nämlich die, darf ich noch richtigen Namen sagen? Ja, klar. Svenja. Ja, hi. Hallo. Ja, sie hat selbst schon gesagt, sie ist jetzt nicht die gespeicherte, muss sich dann eher konzentrieren. Das ist auch gar kein Problem. Sie hat mir eben ein paar Tipps gegeben. Wir haben Private gespielt und ja, war schon ganz witzig. Und ja, wir spielen, was soll's anderes sein? Artefaktangriff, Gan. Ja, es tut mir leid. Ja, leider. Also eigentlich könnte sie mir jetzt die perfekte Unterstützung sein. Problem ist nur, sie ist im Gegnerteam gelandet. Und es ist, also ihr seht, das Matchmaking ist wieder das Beste. Gegner, nur Prestige, Leute. Ja. Bei uns, wir sind einer weniger. Und ja, keine Prestige, Leute. Das ist genial. Ist dann immer sehr schön gebalanced. Ich weiß nicht, Svenja, warum ist das eigentlich so, wenn die Prestige-Leute bevorzugt eigentlich in eine Lobby geschmissen? Weißt du das? Nee, das ist, weil die später gespawnt sind. Wenn dann die Runde danach anfängt, wird es wieder gerecht aufgeteilt. Das läuft immer ein bisschen blöd. Das Problem habe ich auch häufig. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ja, da läuft der im letzten Moment da noch durch. Das gibt's jetzt nicht. Bleib stehen. Boah, warum ist der so schnell? Gut, den hole ich nicht mehr ein. Hauptsache, der war einfach übertrieben schnell weg. Was? Ich weiß nicht, ob du das warst. Hast du gerade ein Artefakt gestohlen? Nee, ich bin in der Basis. Ja, aber war richtig genial. Weil ich habe das überhaupt nicht verstanden, gerade weil der war so schnell, der hatte das, also das Animus-Schild, ne, keine Frage, aber der war wirklich so schnell, ich konnte nicht ein und dann ist er halt noch durch so eine Sache geflüchtet, wo ich ihn nicht catchen konnte und, oh Gott. Dafür gibt's die Fallen, aber die, glaube ich, kriegst du erst später. Trotzdem war der schon zum, ja, die Punkte, ja. Es ist halt, man merkt halt jetzt schon wieder, das ist auch, das sind die Lobbys, die mich am meisten auch abfacken, wo man dann halt so direkt merkt, sag ich mal, was für, also wie unfair das dann einfach zum Teil ist. Ich weiß nicht, also. Aber es ist auch nur gerade, weil alle neu gespawnt sind. Ja, das ist halt. Mich ärgert sowas halt trotzdem immer. Weil einfach hier. Keine Ahnung. Ja, klar, meine Störung funktioniert nicht. Die rennen halt immer durch den gleichen Weg. Keiner schafft was. Jetzt ist der eh wieder über alle Berge. Ja, den kriege ich überhaupt nicht mehr. Der rennt jetzt durchs nächste Tor und punktet einfach wieder. Ja, leider. Die laufen einfach hier die ganze Zeit durch. Also ich merke irgendwie, dass gar nichts passiert. Ja, wir könnten Glück haben, dass es in der nächsten Runde, dadurch, dass wir in einer Gruppe sind, in einem Team landen. Ja, ist halt trotzdem, ich bleibe erstmal hier in der Nähe von dem Artefakt, weil das ist scheiße. Also entweder kann mein Team mal wieder nichts, aber es ist halt einfach, das ist sowas, ärgert mich dann einfach auch. Das macht mir dann auch echt keinen Spaß, weil, ja, es kotzt mich einfach an, dass im Gegnerteam, auch wenn es irgendwie so ist, ich meine, Team Balance könnte man immer reinbringen, dass es einfach null, sag ich mal, ja, trotzdem Balance da drin ist. Es wird ja niemand in irgendeiner Weise, ja, ich weiß nicht, es wird in keinster Weise gesagt, okay, gut, komm, in jedem Team ist ein Prestige drin und wir werden einfach auseinandergenommen von euch. Wir sind einer weniger, was nochmal unglaublich toll ist. Ja, jetzt GG, ich könnte schon wieder richtig kotzen, ne, das fuckt mich kolossal ab. Wir werden von euch einfach auseinandergenommen, es ist ein null Teamplay von uns drin, der eine Wichser lief auch noch direkt. Boah, Gott, ey. Ja, da kommt jetzt der nächste Typ, ja. Ja, es ist ein Prestige, aber. Und der ist gut, gegen den habe ich vorhin schon gespielt. Ja, klar, natürlich. Betäubt, ja. Ich meine, es ist, klar, betäubt einfach. Ach Gott, ey, das ist so. Ja, kein Kommentar. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in Gefahr. Ein Spieler hat das Spiel verlassen. Oh Mann. Ja, es ist. Naja, no comment. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Bahn. Ich kann nicht mehr machen als verteidigen. Wirklich. Ich mach die ganze Zeit auch gar nichts. Ich chill die ganze Zeit in der Basis rum. Du kannst doch spielen. Ich will ja jetzt Nein, nicht. Nein, ich bin ja immer nur in der Basis, aber es kommt ja keiner. Ja, ja. Wie soll denn auch jemand von uns kommen? Wir sind ja 24-7 damit beschäftigt, eigentlich zu deffen. Und es kommt jetzt gleich wieder das nächste Artefakt in eure Basis. Keine Sorge. Weil wir schaffen es halt nicht. Ich meine, es ist 4 gegen 2. Der andere ist Level 24. Das heißt, der hat noch weniger Erfahrung als ich, sagen wir jetzt mal. Und in eurem Team sind 3 Prestige
Master will ich immer sagen, wie ein COD, aber drei Prestige-Leute, auch von hohem Rang schon und ein Level 18er. So, du machst jetzt schon nichts, ne? Du könntest eigentlich mitrennen. Eigentlich kannst du mit rauslaufen, weil, ganz ehrlich, wir töten den einen, da klaut der andere unser Artefakt. Das ist halt einfach scheiße und sowas fuckt mich ab. Weißt du, es gibt ja auch in anderen Spielen Team-Balance, wo noch jemand dann geswitcht wird. Das könnte ja durchaus gesagt werden, okay, im Gegnerteam ist jetzt einer nicht, ihr werdet noch geswitcht, aber das passiert ja einfach nicht. Und ja, es kommen jetzt von zwei Seiten Leute. Ich sehe schon. Ich habe zwei Leute im Bild. Jetzt wurde ich von einem Messer... Ich stehe auch die ganze Zeit auf dem Dach rum. Ja, ja, ich sehe dich hier. Auf dem einen und auf dem anderen ist auch jemand. Aber der steht auf so einem Gartendach eher. Ah, drei Leute. Ich bin von drei Leuten umzingelt. Ich weiß gar nicht, wo ich überall zuerst hingucken soll. Oh, vor allen Dingen hauen die Guten immer bei euch ab. Das ist nicht fair. Ja, der eine ist ja auch schon wieder gelieft. Auch keine Ahnung, warum meine Teamkameraden sich gerade nicht bewegen. Und da wurde ich mit Messer verletzt. Ich kann nichts machen. Ihr kriegt den nächsten Punkt. Na, ist halt einfach. Das ist so. Ich meine, das ist schade für meine Zuschauer, sag ich mal. Die dann einfach nur, ja, die einfach dann, sag ich mal, immer nur den Flame von mir hören. Aber, ja, tut mir leid, Leute, ne? Aber was soll ich anderes dazu sagen? Also, das ist. Plan. Nee, kann ich verstehen. Ich habe mich am Anfang auch immer darüber aufgeregt. Ja, ist halt einfach unfair. Ich meine, es ist erstens 2 gegen 4 und dann halt noch alleine die Erfahrung. Also darum geht es ja auch nochmal. Und ich sehe, es ist einfach so frustrierend zu sehen, die spazieren ja einfach rein und raus, als ob das hier irgendwie so ein offener Bazar ist. Ja, in 3 Minuten ist die Runde vorbei, da fängt bestimmt wieder eine. Ja, es ist trotzdem. Es sind trotzdem 10 Minuten, die einfach für nichts sind. Das ist das Problem. Das ist einfach zum Kotzen, sowas. Also, das ist sowas hasse ich. Ja. Ich versuche halt den einen zu verfolgen, da werde ich vom nächsten schon direkt betäubt. Das ist. Ich weiß auch gar nicht von wem, ich sehe ihn gar nicht. Ich helfe gar nicht mit. Ich stehe hier nur. Den habe ich jetzt wenigstens abgepasst. Und konnte ihn wenigstens. Ich jetzt mal nicht, ich hätte dich töten können, aber ich lasse es mal. Ja, ist egal, mach ruhig, wenn du möchtest. Kauf die. Ey, betäuben, nicht töten. Doch, ja. Auf die Punkte kommt es jetzt auch nicht mehr an. Also. Aua. Ja, wow, jetzt bekomme ich hier so einen Weltranglisten 20er ins Team oder was? Der wird jetzt auch noch carryen in 2 Minuten. Ach du oh ja, das kann gut sein. Ach Quatsch. Oh. Sind die Weltrangliste 14? Also Platz 14 und Platz 20? Mhm, und ich habe auch schon gegen die gespielt. Also, das könnte schon was werden. Ja, aber nicht in 2 Minuten. Das wird nicht funktionieren. Nicht unterschätzen. Also nicht unbedingt gewinnen, aber zumindest ist es extrem hoch bringen. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, die deffen auch nur noch. Ich glaube, die machen sich jetzt auch nichts mehr da draus. Also hätten wir 5 Minuten, okay. Aber ich glaube, das ist wirklich zu... Okay, stimmt, die machen auch nichts mehr. Nee, nee, die bleiben auch nur noch hier und holen sich jetzt ein paar Punkte, die sie holen können. Also es wäre auch... Was wollen sie denn auch machen? What? Was das? Ah, ich bin betäubt, verdammt. Noch eine Minute. Scheiße. Was denn? Ich bin runtergesprungen, das war ein Fehler. Immerhin 2 Todesstöße. Bringt auch 100 Punkte. Der Shadow-Typ kommt jetzt aber auch mit in unsere Basis reingesprungen. Die stehen auch häufig an der Basis und warten darauf, dass der Teamkamerad versagt. Hier ist Stefano, verfolgt schon wieder jemanden. Oh Gott. Ja, mich. Es wird zwar umstritten, aber egal, ich werde jetzt Dingens drin.
dass das egal ist. Wie Stefan mich auch noch fast für den Punkt überholt. Boah, achte. So. Ich mache aber auch nichts. Die letzten 10 Sekunden laufen. Ja, du hast echt 0 Punkte. Ich habe auch nichts gemacht. Und ich porte mich jetzt so schnell in eure Basis rein. Ja, macht das viel Spaß. Naja, Team verliert. Super. Naja, gut, am Ende hat es ja wenigstens so ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben. Es geht mir ja auch weniger darum, dass wir verlieren, sondern dass wir einfach so, sag ich mal, so rausgecatcht wurden, kann man ja fast sagen. Ja. Immerhin 14-0. Aber jetzt sollte das echt 14-0? Ja, ich habe 14 Gegner getötet. Ach so, ich habe gerade auf die Punktzahl geachtet. Hab eine Goldauszeichnung bekommen, yeah. Die meisten Assist-Boni, nice. Die meisten Verbündeten wiederbelebt und die meisten Artefaktdiebe getötet. Gut, ich halte 2350 EP, nochmal 235 durch diesen Abstergo Aura Bonus und das war's, aber egal. Kartenabstimmung, für was stimmen die denn alle? Nochmal Artefaktangriff. Ja, was soll's. Naja, besser als Dominanz. Gut, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Balance wird. Ich hoffe es. Normalerweise erlebe ich das immer so. Ja, wenn wir jetzt so bleiben, wäre das ja okay. Ich meine, jetzt hätte ich ja nichts gegen. Aber heißt das, sind die wirklich auf der Weltrangliste, auf der ganzen Welt Platz 20 und Platz 14? Ja. Boah, krass. Vor allem 52 Prestige, das musst du dir mal wegtun. Ich meine, du levelst hier, finde ich, langsamer als in COD. Ich weiß nicht, bist du mit Call of Duty ein bisschen vertraut? Ja, da hast du ja 10 Prestige-Stufen. Ah, sag ich mal, also du hast in Black Ops 2 hast du 55 Level und 10 Prestige-Stufen. Mhm. In MW3 hattest du 20 Prestige und das war mit jedem, ich glaube Level 70 oder 80, bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Aber ich fand das trotzdem extrem. Ich finde, man kann auch immer ganz gut erkennen, wer gerade auswählt, wenn die Charaktere ein bisschen unterschiedlich aussehen. Weil dann weiß man meistens schon, dass jetzt ein höherrangiger dafür abstimmt. Ja, das habe ich mir aber auch immer so gedacht. Denke ich mir auch immer so, toll, okay. Ja gut, jetzt sind wir in deren... Jetzt finde ich das Team Balance ja einigermaßen okay. Mhm. Das kann aber sein, dass die anderen gleich rausliegen. Das kennt man ja. Ja, das kann sein. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt... Ich bin eigentlich eher immer so der Dev-Typ. Also ich bin nicht gerne draußen. In der Basis, ne? Ja, ich aber auch. Ich hänge lieber in der Basis rum. Ja, ich bin irgendwie so nicht... Ich mag das nicht so rauszulaufen. Das ist... Und da lief direkt einer aus. Ach gut, wir spielen gegen einen Mann im Gegnerteam. Hm. Oh, der wird gleich gehen und dann wird's aufhören. Ja, super. Egal. Was soll's. Ja, dann laufe ich jetzt einfach raus. Bitteschön. Also da brauche ich mir auch nicht wirklich viele Gedanken zu machen. Ja, ist halt schade. Okay, die bleiben natürlich hier nicht drin. Lohnt sich für die nicht, glaube ich. Wirklich. Ja, gut. Ja, und der Shadow-Typ das bringt, kann ich schon mal das nächste holen gehen. Einfach in die Basis stellen, aufpassend hier erwischt zu werden. Der eine wurde schon betäubt und... das Artefakt wurde schon gestohlen. Ich stelle mich jetzt auch mal hier hin irgendwo. Und warte. Was hatten die Gegner denn für einen Charakter? Diese komischen, gut. Joint aber auch echt keiner dazu, das ist nicht fair. Oh, Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Was soll man machen, ne? Ich meine, dass der alleine drin bleibt, finde ich erstaunlich. Ich wäre da sofort rausgegangen. Ist echt ich so. Sehe das dann immer nicht ein. Ich bin da auch immer so, ich sag mir, ne, ganz ehrlich. Was tut man sich das dann noch an? Man weiß doch ganz genau, dass man keine Chance hat. Ja. Ich stehe hier einfach rum. Das ist der typische Vorführeffekt. Ich glaube, es würde besser laufen, ne? Das ist, wenn ich das mal spiele, dann klappt das immer. Mit den Aufzeichnungen. Cool, der Shadow hat den betäubt und ich habe das Artefakt bekommen. Oh, dann rennt, weil ist gerade jemand dazu gejoint. Mhm. Ein Prestige-Zehner. Ja, super. Oh, es sind 400 Punkte, wenn man punktet. Das ist nicht schlecht. Ja, okay. Ja, aber gönn ich dem jetzt auch wirklich, ne? Also. Dass einer dazugekommen ist und mir hilft, ja. Ja, es ist halt. Und er geht wieder. Oh. Ja, ist so. Ich meine, aber würdest du es anders machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Ich sag mir immer so, das ist zwar assi, aber du würdest es selber nicht anders machen. Sei ehrlich zu dir selber.
Das ist genauso wie wenn du dich über irgendwelche. Das ist halt auch. Weißt du, du fuckst dich so manchmal über gewisse Dinge ab, machst sie aber eigentlich selber. Es ist aber nur, du fuckst dich halt in dem Moment ab, weil die es halt gemacht haben. Das ist halt so. Das ist wahr. Das, du fuckst dich über andere Dinge immer ab, aber machst es eigentlich selber. Das ist so dieses Typische. Aber. Wobei in dem Fall, wenn ich mindestens einen Anfänger im Team habe, bleibe ich eigentlich immer, um es wenigstens so ein bisschen demjenigen noch eine Chance zu geben und zu helfen. Ja, okay, jetzt ist ein Weltranglisten 51er bei dem drin. Oh, ja. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Durch die Krise. Sie sind jetzt ein Ziel. Ich glaube, ich hole mir das Artefakt jetzt auch. Das ist in der Basis rumstehen, bringt nichts. Hab den Typen betäubt. Hast du das Artefakt? Oder wer hat das? Nein, du. Ich hab's. Aber beschütze mich, bitte. Warte, jetzt. Oh, da steht einer. Ja. Oder er. Okay. Ja, wir haben. 8-0, ey, ja, es ist aber der hat Respekt an den Typen, dass der drin bleibt, also. Ich hab auch gerade so gedacht. Ich würde sowas nie machen. Mhm. Aber du machst es eigentlich ganz gut jetzt hier im Video. Ich finde schon, dass du quatschen kannst. Hm. Oh, hier ist irgendwo einer. Da ist er. Oh, betäuben. Jawohl. Mehr kann ich jetzt halt leider auch nicht tun. Oh mein Gott, er hat Profis dazu bekommen. Aber die gehen wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Er weiß nicht, jetzt sind sie zu dritt. Das ist wieder was anderes, ne? Also. Aber okay, 8-0, die sehen halt das 8-0. Weißt du? Und ich meine, wenn du überlegst, 8 sind schon viel in einem Artefaktangriff, dann hast du mal 8 Punkte wirklich, ne? Also das ist schon selten. Ich hatte mal eine Runde, da waren wir wirklich schon bei 11, 12 oder so, also das war... Ja, aber guck mal, da lief eigentlich fast jetzt, weil ich denke, guck mal, es ist genauso wie eben da, wo die zwei Weltranglistentypen reingekommen sind, weißt du, die sehen da das 6-0, da machst du eigentlich nichts mehr, vor allem in 3 Minuten nicht, also... Nee. Du hast es. Wow, vielleicht hin. Ich hab den erst mit einer Störung, hab eine Störung eingesetzt und hab den dann betäubt. Weißt du, der ist gerade wieder aufgestanden aus der Betäubung. Mhm. Hab den mit einer Störung und dann den betäubt, weil ansonsten hätte der, glaube ich, mich noch töten können, wenn er gedrückt hätte. Wenn du direkt neben ihm stehst, bestimmt. Ja, wenn er schnell genug ist und linke Maustaste drückt, dann hat er es ja, ne? Also es kommt doch eigentlich immer drauf an, ob er linke Maustaste drückt oder nicht, ne? Also wenn das nicht drückt, dann betäubst du ihn ja einfach. Wenn er es drückt, dann ja. Ist es halt ein Kill für ihn mit Betäubung. 11-0. Kommt gerade richtig der Elite-Verein dazu. Dieser Fabian ist extrem gut. Ein welcher Fabian? Da stand gerade, dass er dazu gejoint ist, ist er wohl doch nicht. Ich hab den betäubt. Und da sehe ich einen Laufen da hinten. Da freut sich einer. Ja. Ah ja, halt, der Shadow-Typ hat sich geportet. Was? Unser Artefakt ist weg? Nö, ist schon wieder da. Oh, da ist jemand. Ah, der Wichser. Jetzt bleibt der, der ist kurz davor. Ich hätte fast getötet, aber jetzt ist er wieder in seinem Gebiet. Das machen die immer, die bleiben an der Grenze stehen. Gott, der hat jetzt einfach gerade einen Zivilisten getötet. Jetzt stellt er sich dahin. Na toll, den krieg ich jetzt nicht. Okay, ich glaube, das kriegen sie jetzt nicht mehr hin. Quatsch, 12-0, die haben ja über 6-0 schon nichts geschafft. Und da rennt jetzt jemand. Was? Was? Ich wurde betäubt. Unfair. Der ist mir gerade ernsthaft direkt vor die Füße gesprungen. Oh Junge. Na ah, scheiße, ich konnte noch einen betäuben, wurde dann auch getötet. Egal, ich habe 2250 Punkte. Oh,
Rache bekommen, jawohl. Und hier war aber irgendwo noch ein anderer. Hier ist schon durch meine Bombe. Ah, ja. Ach, das war deine Bombe, die da Seite lag. So, schon mal Todesstoß geben. Ich finde das schlimm, wenn du den Todesstoß mit der Pistole machst. Irgendwie wir so auch her haben, wenn da so fünf Leute auf den reinschießen. Nee, ich find's eher fieser, wenn sie drauf treten und nochmal schön mit dem Fuß drehen. Ne? Ich mach mal so aua. Ja, da steht jetzt schon einer, der einfach in mein Gebiet läuft. Ich würde gerade die Mehrzahl eine Chance zu geben, weil hier. Hör, was? Ich wollte jetzt eigentlich betäuben und er hat mich noch. Lol. Okay, das war so ein bisschen komisch. Ach so, das war der Weltrangliste, ein 50er. Und man merkt, dass wenn ich spreche, dass ich halt einfach immer wieder zwischendrin merke ich halt, dass meine Laser nicht ganz frei ist, dann muss ich kurz so schlucken und oh, der, das ist so ekelhaft. Ich habe einen Kühler mit und jetzt werde ich betäubt. Scheiße. Hätte ich merken müssen. Oh. Was war das denn gerade für eine Aktion von mir? Okay, gut. Oh, ich halte den Shadow mal. Komm, Shadow, lauf. Jawohl. Oh. Hä? Noch eine Minute. Ja, die haben festgebackt auf der Stelle und dann ist er rausgegangen. Wer in unserem Team? Weil ich sehe gerade, dass in unserem Team, dass nur noch ich drin bin und der Level 18er, ne? Ja, ich sehe aber auch gerade das nur so, dass zwei Leute und einer gerade alle Fallen kaputt macht. Was? Ja, es ist gut, verbuggt. Das ist geil. Vor allem sehe ich einfach deinen Namen, aber meinen nicht. Ja, ja, das meinte ich ja. Das ist seltsam. Ich glaube, ich renne jetzt. Oh, was? Was denn? Angeblich hat jemand unser Artefakt geklaut, aber ich sehe hier keinen. Ich habe gerade ein Artefakt gestohlen. Hä? Und du hast auch die Bombe ausgelöst, kann das sein? Nein, ich weiß es nicht. Komm, in 8 Sekunden lege ich das Artefakt jetzt aber noch ab. Jawohl, 14-0. Sie sind jetzt ein Verfolger. Und? Damit ist die Runde vorbei, ihr Team gewinnt. Kommt das BD gerade auch? Nee, bei mir steht irgendwas mit Artefaktangriff. Das sieht gerade total seltsam aus. Bei mir steht auch nur ihr Team gewinnt und nur ich bin drin. Hä? Was? Hä? Jetzt steht ja einfach, dass ihr alle im Gegnerteam seid, ne? Ihr seid alle ins Gegnerteam geswitcht worden, irgendwie. Ja, und ich sehe hier drei oder vier verschiedene Figuren. Hä? Was zum... Was ist das denn? Ja, Assassin's Creed. Let's bug Assassin's Creed 4. Ja. Ja, wenigstens von EP noch bekommen, nicht wie in dem letzten Part, weißt du, wo einfach der Horst dann einfach abgekackt ist oder davor die Runde, wo einfach stand auf einmal Team verloren und du denkst so, warum? Ich glaube, wir sollten mal ganz rausgehen, du bist der Einzige, der noch angezeigt wird. Naja, ich gehe jetzt auch raus, weil der Part muss jetzt auch beenden, der geht schon 23 Minuten. Oh. Deswegen, nö, ist ja auch in Ordnung so. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, der buggige Part von Assassin's Creed 4 hat euch gefallen, würde mich über eine positive Bewertung natürlich freuen, wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Sonntag oder wenn ihr Ferien habt, schöne Ferien. Ja, wie gesagt, falls ihr vielleicht noch mehr Parts mit der Svenja sehen wollt und die Lust hat, dann schreibt es in die Kommentare. Hättest du Lust? Ja. Oh, diese Überzeugung, Leute, diese Überzeugung. Nee, okay, gut, auf jeden Fall, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao.